Herzlich willkommen zum Trick 21. Fangen wir direkt an. Zuerst denkst du dir eine beliebige einstellige Zahl aus. Diese schreibst du dreimal hintereinander. Anschließend multiplizierst du deine Zahl mit 9. Danach teilst du deine Zahl durch die Anfangszahl. Hast du etwas bemerkt? Genau, es müsste die Zahl 999 sein. Der Trick ist aber noch lange nicht fertig. Als nächstes teilst du die 999 mit allen Primfaktoren. Das wären in unserem Fall die 37 und die 3. Das heißt 999 durch 37 und 27 durch 3. Als nächstes suchst du dir eine Zahl zwischen 12 und 20 aus und multiplizierst sie mit der 9. Danach nimmst du die Quersumme. Nun müssten alle wieder 9 haben. Jetzt quadrierst du die 9 und das Ergebnis ist 81. Zu guter Letzt nimmst du die Quersumme. Das Ergebnis müsste wieder 9 sein. Aber wieso? Kein Problem, wir zeigen es. Fangen wir mit der Erklärung des Tricks an. Diesmal nehmen wir zwei Zahlen, und zwar die 6 und die 4. Diese Zahlen schreiben wir dreimal hintereinander auf. Nun müssen wir beide Zahlen mal 9 nehmen, also 666 mal 9 und 444 mal 9. Das ergibt 5994 und 3996. Bei beiden Zahlen erkennen wir schon mal zwei 9. So, als nächstes müssen wir die beiden Zahlen durch ihre Anfangszahlen teilen, also 5994 durch 6. Da kommt 999 raus. Zufall? Ich denke nicht, denn mit der 3996 ist es nicht anders. Wenn man sie durch 4 teilt, kommt auch 999 raus. Als nächstes soll man durch die Primfaktoren teilen. Bei der 999 wären es 37 und 3. Wenn man diese multipliziert, ergibt es 111. Und 999 durch 111 ergibt 9. Nun kommen wir zu dem Teil, wo man die 9 mit einer Zahl zwischen 12 und 20 multiplizieren soll. Gucken wir uns erstmal an, was jede Multiplikation ergibt. 9 mal 12 ist 108, 9 mal 13 117, 9 mal 14 126. Man sieht hier, dass die 10er Stellen um einen steigen und die 1er Stellen sich um einen verringern. Dadurch bleibt die Quersumme bei allen Ergebnissen gleich, und zwar 9. Die Quersumme aus den Ergebnissen von vorhin muss man jetzt quadrieren, also 9 zum Quadrat. Nun muss man die Quersumme aus der 81 nehmen, also 8 plus 1, das ergibt 9. Und damit kommen wir zum Ergebnis des Tricks. Wir hoffen, die Vorstellung unseres Tricks hat euch gefallen. I got broads in Atlanta.